Gundo, that's excellent. Yeah. That's why Gundo, that's why he's world class. Brilliant. Für das zweite Team, da sieht es ja auch richtig gut aus. Ja, die machen das schon gut. Ich schaue mir die Spiele auch immer an. Und das ist eine Mannschaft, die gerade 18, 19, 20 natürlich echte Titel eingefahren hat. Und das könnte natürlich ein Abend, eine Nacht morgen sein, die genau für ihn gemacht ist auf dieser Bühne. Und jetzt warten wir mal ab, was jetzt für Späßchen hier gemacht werden. Weil da wird garantiert was kommen. Kommen wir jetzt auch Digger bestellen. Genau, und auch im Hinspiel hatte er auch schon eine sehenswerte Leistung hingelegt in Manchester. Bis zum Winter hin vielleicht sogar das Stadion schon wieder drei Viertel voll haben. Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er bei uns war. Ich glaube, er war 2 Jahre bei uns. Auch damals so. Am Nachmittag vor einem so wichtigen Spiel geschieht, da ist auch. Jest to największa stojąca trybuna w Europie, która może pomieścić 24 tysiące widzów. A teraz może kilka cyfr. Stadion został wybudowany w 1974 roku na Mistrzostwa Świata, a na meczu Bundesligi może on pomieścić 81 tysięcy widzów, a na meczu międzynarodowym 65 tysięcy. Tak więc musi to być naprawdę niezły...